auf unsere Genialität. Ja, ich fühle mich eigentlich eher dumm, weil das Combo-Lab so kompliziert ist und eigentlich sollte ich mich in Laboren auskennen, aber... aber nicht in Combo-Laboren. Nee, sowas brauchen wir nicht zusammen in unserem Laboren. Okay, Dennis hat das jetzt hinbekommen. Ich hab's rausgefunden. Ja, genau, der Trick war nämlich, dass man Doppelklick machen muss. Mit dem Controller. Mit dem Controller. Kennt man ja. Ja, genau. Der berühmte Doppelklick mit dem A-Knopf. Genau. Ja, okay, aber jetzt haben wir es hinbekommen, jetzt haben wir eine Kombo, der zum Teil zusammengebaut, fehlt uns leider noch ein Impressum und deswegen machen wir erstmal weiter. So ist das, Nelin zappelt schon ganz ungeduldig. Weiter geht's. Jetzt bin ich wieder am Controller und ich muss jetzt hier rüberhüpfen, glaube ich. Genau. Nee, guck mal, hier ist es doch auch schon, oder? Das ja, war doch... ja, das oh, mein ist hier, Telefon. Ja, lass ja, es ja, einfach ja, ignorieren. Ja, mein Handy will irgendwas. Ach nee, B, ne? Ja, B, genau. 2 von 5. Brauchen wir nur noch 3 Gesundheitsschreine. Natürlich Erinnerungschips. Gefahr, Steinschlag, Gefahr. Sind wir hier jetzt in den Alpen oder was? Ich glaube, das wird gleich noch wichtig werden. Du meinst, da oh, fallen Nieper runter? Ah, oh Gott, oh Gott. Weg von mir! Oh, die geht ja gut um mit den Augen. Ja. Darüber muss ich. Heißer Dampf. Okay. Hans Dampf in allen Gassen. Im richtigen Moment springen, ne? Mach ich jetzt. Au! Ja, das meinte ich damit. Ich mach's einfach wie Laura in Devil May Cry. Ich spring jetzt gleich nochmal rein. Einfach, weil es so schön macht. Ja. Und nach, genau. Super. Zack. Sehr schön. Eine Klettermeisterin. Warum ist das ganz passend, dass das Spiel in Frankreich spielt und man da so rumklettert? Wieso? Ja, verstehe ich nicht. Wegen dieser Sportart? Ach, Parkour meinst du? Wo kommt das her? So wie du das andeutest, aus Frankreich. Das ach so, ich dachte, das wusstest du. Das wurde in Vorstädten von Paris erfunden. Aha. Okay. Ja, böses Kind! Ich habe gelogen! Ach, die Au! Kinder schlägt man nicht. Oh, ich glaube, das ist dem völlig egal. Der hat, glaube ich, andere Probleme, so Steroide und so. Und er hat ein viel zu großes Gedächtnis. Ich werde es anders sagen, ein viel zu großes Gedächtnis. Warum haben die so Kuhflecken? Das ist Kühe. Ja, aua. Was hat er eben gesagt? Ich muss ausweichen. Ja. Hat er doch bestimmt gesagt. Mach ich. Ich finde die Kampfmusik echt cool. Hey du. Ja, da merkt man, dass Dennis sehr kampferprobt ist. Kampferprobt ist, zumindest in Videospielen. Durchbrechen die Wachsamkeit. Okay, also muss man ein Krafting einsetzen. Das ist unser letztes immer, also unser drittes. Und dann kann man ihn nochmal holen. Oh, kommen noch mehr? Nein, kleine Lieber. Was wird das jetzt? Haben die ihn jetzt mit Erinnerungen versorgt, jetzt ist er stärker? Hä? Aha, ich verstehe. Ja. Das ist sinnvoll, logisch und gut erklärt. Ein durchdachtes System. Also spielmechanisch verstehe ich, worauf sie hinaus wollen, aber... Au! Ja, es macht einfach nicht so viel Sinn, dass... Erinnerungen mit Kraft korreliert. Naja, kommt drauf an, was für eine Erinnerung das ist, ne? Keine schöne Sache. Ich kann den jetzt nicht schlagen. Nilin sieht der so aus, als hätte er schöne Erinnerungen? Also, ja, ich mein... du hast recht. Na, vielleicht stärken ihn ja auch besonders schlechte Erinnerungen. Vielleicht ist das so jemand, der durch Wut stark wird, weißt du? Gib mir dein Gesicht. Das ist ein Asiate, der hat sein Gesicht verloren. Das ist ein Asiate, der pleite gegangen ist oder so. Ja. Oder dass eine Frau ihn betrogen hat oder so. Au! Vielleicht sollte es ein bisschen aus der Ecke gehen, dass nicht alle gleichzeitig. Ja, ich will gerne den dann auch noch besiegen, aber der kommt irgendwie immer nicht runter. Ja, jetzt ist aber mal Schluss so, jetzt hier. Mach sie mal richtig fertig. Irgendwie ist der kein so richtiger Gegner, weil er sich immer nur
immer nur blockend hinstellt und nicht so richtig viel macht. Die Leaper greifen Bürger an? Leaper waren Bürger. Ja gut. Verstehe ich auch. Glaube dir. Los, mach. Tommy erwartet dich im Leaking Brain. Mach mal. Genau, zum Leaking Brain müssen wir. Jetzt drücke ich mal Kran activaten. Leaktivatür. Auf jeden Fall wollte ich ursprünglich sagen, dass Dennis sogar auf die Musik beim Kämpfen achten kann, während ich nur versuche, nicht in die falsche Richtung zu treten. Man muss dazu sagen, für die zwei Leute, denen das jetzt was sagt, oder vier oder so, ich spiele gerade privat ohne Let's Play die ganze Zeit Dark Souls. Ähnliches Kampfsystem vom Gefühl her, aber 1 Milliarde mal schwieriger. Also ist das jetzt einfach so ein bisschen Gewöhnung an so eine Art Kampfsystem, ne? So ein Ausweich- und dann Zuschlagprinzip. Das funktioniert auch immer so. Du musst halt immer ausweichen und dann zuschlagen, wenn es halt soweit ist. So. Kann ich jetzt hier rüber? Guck mal, mir wird nichts angezeigt. Ich denke, ich. Ja. Sieht doch ein bisschen so aus, oder? Als, ich glaube, ich bin jetzt hier runtergefallen. Ich muss aber einfach. Ah, ja. Stimmt. Von der Sanitärversorgung bis zur Cyber-Einheit. Überall sind sie produktive Diener der Gesellschaft. Rückverwandlung mit Memorize. Humaner Schutz vor barbarischen Gefahren. Also die Leaper zurückverwandeln mit Memorize. Okay. Aber es sieht nicht so aus, als würde das vielen zugutekommen, oder? Nee. Vielleicht wollen die das auch vor allem, ich dachte, die wären durch Memorize entstanden. Naja, genau. Also, aber also wissen, weiß wahrscheinlich die Bevölkerung nicht oder so. Nee, ich nehme mal an, dass die das schon wissen ausschicken. Ist aber ganz geil, oder dieser französische Stil mit dem Sci-Fi mit drin. So dieses ganze Hightech. So eine Variation von Steampunk. Ein bisschen, ja, es ist so, na, es ist so ein bisschen, naja, das sieht aus, es könnte jetzt auch Deus Ex sein, finde ich, vom Stil her. Es ist also ein ganz anderer Grafikstil, aber es könnte auch so diese Mischung aus alt und neu. Warum eigentlich nicht? Das ist Leaking Brain. Geh über den schwimmenden Markt zu dem Lagerhaus da. Die Abkürzung zu Tommys Bar. Ein schwimmender Markt. Wo sind wir denn hier? In Vietnam, oder? Stimmt, da gibt's doch sowas auch. Oder Philippinen oder so. Komm ich jetzt hier... Das sieht ein bisschen nach Venedig aus. Aber seit wann gibt's denn schwimmende Märkte in Frankreich? Ja, naja, nur in Neo-Paris. Ja. Alles neu macht der Paris. Macht der Moi. Wie schwinge ich jetzt? Keine Ahnung. Sie hängt hier irgendwie so wie so ein Waschlappen. Ich muss gar nicht schwingen, ich muss mich einfach nur fallen lassen. Oh, guck mal, da steht einer. Da ist jemand. Wir lassen doch alles rein in diesen Bezirk. Bitzenfisch. Lassen Sie uns mit einem Lächeln handeln. Okay. Oder auch nicht. Hier ist ja irgendwie... Ich glaube, das ist nicht der Laden. Lecker. Das glaube ich ehrlich gesagt auch. Der da unten hat irgendwie Sorgen. War das nicht der kleine Junge, der gerade verhauen wurde? Nee, ich glaube, der liegt da immer noch rum. Das ist, glaube ich, irgend so einer, der sich sein... Nee, ich meine die Verkäuferin. Ach, meinst du denn Geld? Ist doch kein Junge. Der sieht doch aus wie die... Fast. Figur, die... Ja, die sieht aber auch so aus. Ah ja. Memorize verändert nämlich nicht nur die Erinnerungen, sondern auch das Aussehen. Guck mal, hier ist wieder ein Hinweis, da hinten. Da war gerade ein Roboter, den gucken wir uns gleich an, aber jetzt haben wir schon mal 3 von 5. Also wenn man so ein bisschen aufpasst. Guck mal, die haben das sogar so gemacht, dass es einfacher ist als in den meisten Spielen. Da musst du einfach so jede Ecke erkunden und hier zeigen sie dir sogar noch ein Bild, wo du hin bist. Vielleicht ist das auch nur, weil wir auf leicht spielen. Ja. Guck mal, die verkaufen hier, der Roboter verkauft hier Zeug. Auch lustig, ein Roboter verkauft Essen. Ja, der kennt sich aus mit Nahrung. Hast du es gehört? Du interessierst mich nicht, hat gerade einer gesagt. Oh, komm mal. Was ist daran so witzig? Naja, das höre ich dreimal am Tag. Nein. Warum interessieren wir den nicht? Wir sind doch voll wichtig und interessant. Wir wollen ja zu den Erinnerungen. Ja. Was ist das hier? Gründer des Eroismus. Ursprünglich nur als weiterer radikaler Auflieger wurde der geheimnisvolle Edge. Ach, der ist sogar der Chef? Ja, ja. Okay, okay. Ja. Aha. Ah, also alle sind gefangen, nur er nicht. Gut.
Ja, der sitzt wahrscheinlich irgendwo und schlürft seine Cocktails und ja, irgendwo auf Hawaii vor ein paar Computern. Der sitzt in Réunion unten bei Afrika und in der französischen Kolonie. Freut sich. Ja. Ein Klimaflüchtling. Mhm. Das würde es erklären. So, jetzt sehen wir mal hier. Datenraub, Piraterie, Sabotageakte, Propagandazwecke. Edge und seine Agenten wurden für den Tod von Captain Frank Forlan, dem Befehlshaber der Sabre-Einheit, der, Entschuldigung, S.A.B. S.A. Ja, nee, das mache ich jetzt nicht. Der unter merkwürdigen Umständen starb verantwortlich gemacht, bla bla bla, der Gründer der Edge zog die Raster von. Okay. Entschuldigung, wir hatten Aufnahmeschwierigkeiten. Wir haben gerade weitergemacht, nachdem wir uns die die Infosache da durchgelesen haben. Mhm. Und genau. Das hat nicht aufgenommen. Und es tut uns leid, wir haben es erst nach 2 Minuten gemerkt. Wir sind jetzt hier schon da, wo wir waren, die Leiter hochgeklettert und dann hier einmal ums Gebäude rumgelaufen und sind einmal irgendwo rübergesprungen. Irgendwo von da ganz hinten rechts kamen wir her. Genau, und jetzt dann hatten wir noch einen kleinen Kampf auf dem Dach hier oben mit Lipan, mit 2-3 Typen, und dann sind wir jetzt hier runtergegangen. Es ist nicht viel passiert, wirklich, tut uns leid, wir haben es jetzt erst gemerkt. Aber der Große war schon dabei. Ja, ja, natürlich, um Gottes Willen. Das war alles schon. So. Ja! Oh. Gibt's doch alles gar nicht. Hä? Achso, wir hätten hier hochklettern müssen. Hä, jetzt hat er uns schon den... Ach, egal. Nein! Du warst ja schon da. Ja. Deswegen hat er... Ja. Na gut, es war jetzt natürlich ein vollkommen beabsichtigter... Oh, guck mal. Montmartre, oder? Ja. Ist doch diese krasse Kirche da auf dem Hügel. Endlich. Und wir sind... Das Leaking Brain. Genau. Beim Ziel. Das ist schon sehr schick. Kann man nicht anders sagen. Der sieht aus wie Darth Vader, wollte ich auch sagen. Der hat nur so eine Regenmütze auf irgendwie oder sowas. Komischer Kauz. Geht's da lang? Da kann ich jetzt drücken, da kommen wir, glaube ich, rüber. Hier fällt man runter, beziehungsweise nee. Kommt gar nicht lang. Aber das ist schon toll, oder? So dieses Sci-Fi-Szenario mit dem... Das kennt man so nicht. Da ist auch noch so eine Kirche irgendwie. Die ist bestimmt auch bekannt, wenn man sich in Paris auskennen würde. Der schiefe Turm von Paris. Kirche von Paris. Das ist schon ziemlich super. Also ich mag das echt gerne, so diese Verbindung von heutigen Städten und Architektur mit so Science Fiction. Das gibt's ja nicht so oft. An der Stelle möchte ich auch nochmal Binary Domain loben. Das Spiel habe ich letztes Jahr gespielt. Ist ein bisschen untergegangen. Es war auch von irgendeinem japanischen Studio. Ich weiß nicht mehr, Capcom oder so auch. Müsste jetzt lügen. Und das war ja auch so, da haben sie ja Tokio verbunden mit so, also das heutige Tokio mit Sci-Fi. Sah auch echt gut aus. Es war nicht so schick wie das Spiel hier. Also, bei weitem nicht. Ja, aber da muss man schon irgendwie eine Stadt nehmen, die nicht so modern ist, damit man den Kontrast hat. Das stimmt. Was uns im Leaking Brain erwartet... Ja, ist ja gut. Also, bis nächstes okay, Mal. Okay, ciao.